Schlechte Idee. Gute. Schlechte. Blöde Jan. Irre. Soll das heißen, du willst weder die Villa betreten, noch Fitzrandall vom Flur weglocken? Gute Zusammenfassung. Na schön. Also gut. Fein. Gut. Aber Lysalea war keine Frau, die so schnell aufgab. Sie beschloss, Dan zu überreden, Fitzrandall aus dem Flur wegzulocken. Nur, wie stellt sie das an? Hi Dan, wie geht's? Besser als dir, meine Liebe. Warum hilfst du mir nicht, indem du Fitzrandall vom Flur weglotst? Warum hilfst du mir nicht, indem du Fitzrandall vom Flur weglockst? Weil ich mein halbes Gehalt auf den Kampf heute Abend gewettet habe und bald die Ergebnisse durchkommen. Das ist keine Ausrede. Du brauchst die nur für 5 Minuten wegzuschaffen. Tut mir unendlich leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ehrlich. Du hast auf einen Kampf gewettet. Erklär mir das mal. Du hast auf einen Kampf gewettet. Erklär mir das mal. Jim Bad Blood Dixon gegen Hellman Pearlboy. Aber keine große Sache im Vergleich zum Kampf am nächsten Freitag. Du hast den Kampf verpasst, weil du hier deine Strafe absitzen musst. Kannst du mir das bestätigen? Du hast den Kampf verpasst, weil du hier deine Strafe absitzen musst. Kannst du mir das bestätigen? Das ist nicht das Schlimmste. Der Chef hat dafür gesorgt, dass man mir den Zutritt zu allen Stadien, Rundstrecken und Arenen sperrt. Und ich sitze im Abseits. Himmel, ich darf den Kampf am Freitag nicht verpassen. Manny Hammerboy Brown gegen Rico the Italian Stallion Sandretti. Aha. Ich würde alles tun, um dort zu sein. Jetzt was anderes. Alles? Was hast du gegen mich? Was hast du gegen mich? Nichts Wirksames. Ja. Weder, dass du Papas Tochter bist, noch dass du Anfängerin bist, noch dass unser Chef der Meinung ist, dass du Talent hast. Noch dass du Sport hast, noch dass du irre bist, noch dass du unzugänglich bist, rein gar nichts. Erfrier doch. Erfrier doch. Prost. Prost ist gut. So. Wir müssen es also irgendwie schaffen, ihm diese Karten zu besorgen, im Austausch, dass er uns Fitzrandall von diesem Gang hier befreit, weil wir sonst nicht hier hinkommen durch den Flur. Ich kann nicht hingehen, solange Fitzrandall in der Nähe sitzt. Er schöpft sonst Verdacht. Man muss hier einfach nur gut kombinieren. Hallo, Roboter. Er ist fast fertig. Wie fast fertig? Einer der revolutionären Roboter von Dr. Celsius. Okay, können wir mit ihm reden? Und du, Kleiner? Passt du auf die Treppe auf? Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person, William A. Fitzrandall. Keine Sorge, da will ich gar nicht hoch. Da oben sind Fitzrandalls Gemächer, nicht wahr? Da oben sind Fitzrandalls Gemächer, nicht wahr? Gesperrter Bereich. Was passiert, wenn ich die Treppe hochgehe? Was passiert, wenn ich die Treppe hochgehe? Ich verpasse dir eine. Ich bin sehr höflich, weil ich in einem Mädcheninternat erzogen wurde. Und du? Ich bin sehr höflich, weil ich in einem Mädcheninternat erzogen wurde. Und du? Negativ. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Negativ. Hier sind auch 2 Flure und ich glaube, in die dürfen wir. Hi Edgar, was machst du denn am Fenster? Wolltest du nicht gehen? Manchmal gehe ich, manchmal komme ich. Was machst du am Fenster? Soll ich die Jacke wieder für dich aufbewahren? Ach, das lohnt nicht, danke. Was machst du nochmal am Fenster? Ich probe. Hey, spielst du in einem Film mit? Nein, leider nicht. Ich probe nur so. Bei meinem Aussehen glaubt niemand, dass ich vor der Kamera ein richtiges Monster abgebe. Arbeitsloser Schauspieler, Garderobe, Verbindungspunkte. Arbeitsloser Schauspieler, Garderobe, Verbindungspunkte. Übrigens fällt mir jetzt ein, wie dieses Ding eigentlich heißt. Ich glaube, Diktiergerät war es. Lässt man dich denn kein Monster spielen? Lässt man dich denn kein Monster spielen? Nein, mit meinem Aussehen mache ich niemandem Angst. Sie lassen mich nicht mal was vorspielen. Sie sehen mich an und schicken mich nach Hause. Seit wann arbeitest du für Fitzrandall? Seit wann arbeitest du für Fitzrandall? Seit ungefähr einem Monat. Er bezahlt gut und ist sehr umgänglich. Welche Art von Arbeit machst du in der Villa? Welche Art Arbeit machst du in der Villa? Von allem etwas. Vor allem Wartungsarbeiten, aber ich stehe zu allem bereit. Kann Fitzrandall dich nicht empfehlen? Kann Fitzrandall dich nicht empfehlen? Nein, nein. Das würde seine Neutralität in Frage stellen. Er gibt seinen Produzenten und Regisseuren völlige Freiheit und mischt sich niemals in Castings ein. Hast du schon als Kind so
originell ausgesehen? Hast du schon als Kind so originell ausgesehen? Ja, vom ersten Tag an. Dabei wurde ich an einem wunderschönen, völlig normalen Ort geboren. Von typischen Bauernhofkirchen umgeben. Warum ich so merkwürdig zur Welt gekommen bin, wer weiß. Die Natur ist halt launisch. Thema erledigt. Fahren wir fort. Ich mag Bücher. Wem gehört das da auf dem Tisch? Ich mag Bücher. Wem gehört das da auf dem Tisch? Das ist meins. Für Autogramme. Alle Persönlichkeiten auf der Party haben unterschrieben. Alle. Außer Hammerboy Brown. 20-12-1-4. 20-12-1-4. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du das gesagt? Um mich zu beruhigen. Großes Indianer-Ehrenwort. Üb schon mal. Ich schaue zu. Mache ich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es ist Lisselea. Ab jetzt wird er ständig proben, der Arme. Oh weia. Führt er Selbstgespräche? So was, also das Buch? Schon kränkend, dass Edgar mich nicht um mein Autogramm gebeten hat. Aber ich frage lieber nicht. Am Ende erzählt er stolz, dass er eins von Dan hat. Es gehört Edgar. Ich stehle nicht. Normalerweise. Interessant. Ein Schildchen. Kein Ticket, kein Mantel. Könnte man das nicht freundlicher ausdrücken? Nehmen? Ist hier sonst noch irgendwas? Okay, Vulcan Flash. Interessant. Das ist Blue Harrelson, Hauptfigur von Vulcan Flash und der Angriff der Killer-Tomaten. Killer-Tomaten! Der spurlos verschwunden ist. Moment mal. Edgar? Du bist Vulcan Flash. Der wäre ich gern. Ehrlich, man könnte euch für Zwillinge halten. Blau, merkwürdige Augen, die Klamotten, unmöglich. Ich danke dir, aber nein. Vielleicht hat sie es aus Großzügigkeit, vielleicht aus Hartnäckigkeit oder ganz einfach, weil ihr danach war. Tatsache ist, dass Liz in jener Nacht beschloss, dass sie Edgar in den künftigen Vulcan Flash verwandeln würde. Dazu formte ihr eigenwilliger Geist die Vorstellung eines perfekten Alien-Looks, der sie alle Dinge hinzufügte, die sie zum Verwirklichen ihres selbstlosen Vorhabens brauchte. Übrigens wurde gerade bei der Konversation gesagt, was ich brauche. Eine Jacke, komische Augen und blaue Farbe. Oder irgendwas, was blau macht. Also kein Alkohol. Können wir ihn mitnehmen? Nein, da steht er doch gut. Na gut. Ab zur Eingangshalle. So, und wie gesagt, ich habe das ja schon mal gespielt, aber erstmal gucken wir uns den Ballsaal an. Da findet die Party statt, aber sie ist fast vorbei. Als ich wegging, waren da nur noch Eva Morte, Octopus Herring, El Chupacabras und eine Handvoll anderer Leute. Am besten finde ich den Roboter, der da hinten immer hin und her fährt. Nach meinem tollen Tanzauftritt vorhin mache ich mich lieber anders lächerlich. Und da ist ein Kürbis. Nette Brille. Ja, nette Brille. Die sieht ein ganz klein bisschen ähnlich aus wie die von Vulcan Flash. Das heißt, wir nehmen sie uns einfach mal. Tada! Könnte Professor Fly gehören. Professor Fly, also Fliege. So, jetzt gehen wir mal in den hinteren Flur. Miss Allaire, können Sie bestätigen, dass das Lesezimmer renoviert wird? Bestätigt. Danke. Gerne. War mir ein Vergnügen. Was? Okay. Führt stilvoll ins Nirgendwo. Ja, das ist gut. Nutzen wir sie mal. Weder steige ich hinauf, noch bewege ich sie. Na gut, dann eben nicht. Regale. Riesige Dosen mit weißer Farbe und kleine Fläschchen mit blauem Färbemittel. Blaues Färbemittel. Die holen wir uns mal. Die mit dem Färbemittel sind leichter. Ein Sessel? Erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter. Nur als Sessel. Was? Ein... Das ergibt keinen Sinn. Das Bild steht da ganz gut. Ist hier sonst noch was? Noch ein Sessel? Was für ein Ort, um Bücher liegen zu lassen. Kein Respekt vor der Kultur. Hier wird ja auch umgeräumt. Ich könnte irgendein Buch mitnehmen, aber zu Hause habe ich keinen Platz mehr. Ich brauche einen größeren Kühlschrank. Ja, genau. Denn Bücher werden schlecht, wenn sie nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und da ist eine Weste. Ob die Arbeiter sie vergessen haben?
Tada. Falls irgendetwas in den Taschen zu finden war, hat es schon jemand vor mir rausgeholt. Okay. Dann gucken wir mal und bauen das zusammen. Denn eine Brille... Wir können sie uns nochmal angucken. Man kann damit sehen. Contra, alles in Rot zu sehen, macht nervös. Okay. Färbemittel? Blau. Passt nicht besonders gut für ein Lesezimmer. Mag sein. Falls irgendetwas in den Taschen zu finden... Okay, das haben wir schon gehört. So, dann ziehen wir mal alles Einverstanden. Drauf. Es sieht nicht genau wie auf dem Poster aus, aber doch ähnlich genug. Die Brille? Ja, genau. Das Ergebnis ist umwerfend alienmäßig. Und die Färbe. Wenn ich es mir das recht überlege, ist die Farbe Blau eines der wichtigsten Merkmale des berühmten Vulcan Flash. Irre ich mich oder ist mein Alien-Look juryreif? Können Sie das bestätigen, Miss Allaire? Bestätigt. Der Alien-Look ist vollständig. Ja, der Alien-Look ist vollständig. 2012-14, nicht wahr? So verrückt ist sie. Dann reden wir mal mit Edgar. Das ist mein Edgar. Hammerboy Brown, Kurzbeschreibung und Profil. Hammerboy Brown, Kurzbeschreibung und Profil. Mensch, weißt du nicht, wer Hammerboy Brown ist? Der Weltmeister im Federgewicht. Klingt gut. Federgewicht. Der Glückliche. Ist das eine Diät? Boxen. Ach, der Arme. Siehst du meine Jacke? Das ist seine. Das war seine. Er ließ sie hier liegen, als er auf die Party kam, und ich bat ihn... Manny, komm, ein Autogramm. Und er fauchte mich an. Verzieh dich, Elfe. Bald darauf zog er betrunken mit einem Mädchen ab. Ohne an die Jacke zu denken. Du hast sie doch schon gesehen. Die Erschaffung des neuen Vulcan Flash. Reportage von Liz Allaire. Die Erschaffung des neuen Vulcan Flash. Reportage von Liz Allaire. Ich bin überzeugt, du könntest der neue Vulcan Flash werden. Ich bin überzeugt, du könntest der neue Vulcan Flash werden. Nein, Liz. Ich schaffe es nicht mal als Erdlingsmonster. Und das ist mein Spezialgebiet. Das mit dem Blue Harrelson, dem ursprünglichen Vulcan... Achso, was ist mit Blue Harrelson, dem ursprünglichen Vulcan passiert? Ah, so viele komische Namen. Was ist mit Blue Harrelson, dem ursprünglichen Vulcan passiert? Das weiß keiner. Man hatte für eine Szene von Vulcan Flash und der Angriff der Killer-Tomaten ein Raumschiff gemietet. Blue Harrelson trat ein und kam nicht wieder raus. Am nächsten Tag war auch das Raumschiff verschwunden. Und die Requisite kann sich nicht erinnern, wo sie es gemietet haben.